Hast du dich schon einmal gefragt, wie man es denn schafft, mit Acrylfarben ein realistisch und plastisch wirkendes Acrylgemälde zu malen? Ja, dann solltest du dieses Video auf gar keinen Fall verpassen. Gerade für Anfänger ist es oft schwer, eine Technik herauszufinden, mit der man am Ende ein plastisch und realistisch wirkendes Gemälde auf die Leinwand bekommt. In diesem Video zeige ich dir die eine Technik, die ich wirklich sehr oft verwende und die du unter anderem auch in meinem Masterkurs lernst. Den Link dazu findest du übrigens unten in der Beschreibung. Und zwar nenne ich diese Technik von grob nach feinmalen. Diese Technik ist wirklich simpel und auch für Anfänger ideal geeignet. Vereinfacht erklärt, beginnst du dein Gemälde ganz einfach mit nur wenigen Farben zu malen und im Laufe des Malprozesses werden immer mehr Details herausgearbeitet. Im nächsten Foto siehst du ganz vereinfacht, wie das funktioniert. Ganz am Anfang male ich einfach einen Kreis mit grüner Farbe aus. Dann kommen die Mitteltöne. Das sind die Bereiche zwischen den hellsten und dunkelsten Farbtönen. Danach werden die dunklen Bereiche bearbeitet und ganz zum Schluss werden die Glanzlichter hervorgehoben. Das geht natürlich nicht nur mit einfachen Gemälden, sondern auch mit komplexeren Gemälden. Schau mal. Anhand dieser Birne möchte ich dir diese von grob nach fein malen Technik nochmal erklären. Wie du siehst, beginne ich das Gemälde mit nur zwei oder drei Grundfarben. Im Laufe des Malprozesses werden die Farben immer weiter abgestuft und es werden mehr Details herausgearbeitet. Mit jeder neuen Farbabstufung und neuem Detail wirkt das Gemälde noch plastischer und bekommt eine tiefere Wirkung. So kannst du ganz einfach und Schritt für Schritt jedes beliebige Objekt malen. Naja, eine Birne ist auch nicht so komplex, oder? Machen wir das Ganze doch mal mit einem Auge. Ein Auge zu malen gilt dir als besondere Herausforderung, vor allem mit Acrylfarben. Doch mit dieser Technik wird dir auch ein Auge zu malen wesentlich leichter fallen. Auch hier beginne ich nur mit wenigen Grundfarben und bemale das Auge. Umso weiter ich jetzt die einzelnen Farben abstufe, desto mehr Tiefe bekommt das Gemälde. Dadurch, dass ich immer mehr Details herausarbeite, bekommt das Gemälde auch eine realistische Wirkung. Gerade Acrylfarben eignen sich ideal für diese Technik, um ein Gemälde Schicht für Schicht aufzubauen. Die Glanzlichter und auch die allerfeinsten Details werden zum Schluss gemalt und geben dem Gemälde ein beeindruckendes Aussehen. Gerade wenn du Anfänger in der Acrylmalerei bist, solltest du diese Technik unbedingt mal ausprobieren. Diese Technik ist deshalb so genial, weil du damit einfach so viele Details herausarbeiten kannst, wie du dir zutraust. Du malst einfach so weit es dir möglich ist. Und natürlich kannst du auch ältere Acrylgemälde noch nachbearbeiten. Wenn du irgendwann mal weiter bist, dann nimmst du dein altes Gemälde und vervollständigst es mit dieser Technik. Und falls du wirklich noch Anfänger in der Acrylmalerei bist, dann empfehle ich dir, dieses Video anzuschauen. Darin erkläre ich dir die typischen Anfängerfehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Ich hoffe sehr, dass du mit diesem Video wieder etwas lernen konntest und hoffe natürlich auch, dass es dir Spaß gemacht hat. Wenn ja, dann lass mir ein Like da oder abonniert gleich den Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.